Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mal unsere Hütte hier geparkt und mir hier schon mal überlegt, was wir hier hüttentechnisch neu bauen könnten. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich habe mir gedacht, habe mir hier die ganzen Komponenten mal angeschaut. Ich wollte es erst mit Böden und Wänden bauen. Und habe dann aber gesehen, dass es hier was richtig, richtig Nettes gibt. In den Fertigteilkomponenten gibt es hier so Bausteine, die man hier andocken kann. Zum Beispiel hier. Na, ja. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Was wir hier nämlich machen wollen, ist hier der untere Stock hier soll kleine Betträume beinhalten. Und hier oben hätten wir dann gerne irgendwie so einen, ja, mal schauen, allgemeinen Bereich mit einer kleinen Terrasse, wo man auch hier rüber kann dann. Hier dann ein bisschen Verteidigung. Hier drüben gibt es dann nochmal Verteidigung. Und hier auf der anderen Seite habe ich das auch schon mal begonnen, da so Verteidigungsstellungen hinzubauen. Das werden wir dann noch vervollständigen und hier das Ganze auch noch machen. Ja, somit haben wir viel vor und legen jetzt mal los. Mal schauen, ich werde jetzt hier mal, es gibt nämlich auch diese Teile, die sind dann super hier dann zum Platzieren, das zeige ich euch dann. Hierhin würde ich jetzt aber, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, eigentlich würde ich jetzt hier doch gerne sowas hinbauen. Das einzige Problem ist dann, ich habe hier dann diese komische Wand, aber das wird halt so sein. Gut. Kann ich... Ich glaube, ich habe hier... Ich probiere das jetzt mal, aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss das dann nochmal anders machen. Auf jeden Fall kommt... Hier... Mal sowas hin. Ja, doch, das lässt sich jetzt so bauen. Ja, hier. Hier. Und hier, das sind unsere Schlafräume. Na, wie wär's? Dockern. Na, will nicht. Na. Jetzt. Okay. Das Problem wird jetzt sein, wir wollen hier dann... Wände, wir wollen hier eine Tür haben. Na, in einem Schlafzimmer will man eine Tür haben. Und zwar so... Und so, ich kann die wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr hinbauen. Habe ich so die Befürchtung? Jo. Okay, die hat jetzt auch die nicht gebaut. Wollte ich aber. Aber die wird er mir jetzt hier nicht hinbauen. Weil ich das hier habe, okay. Egal, machen wir das so. Dann gibt es hier einen normalen Boden. Na, wie wär's? Kann ich den hier gar nicht hinbauen mehr? Doch, das sollte doch gehen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich jetzt vorher nicht probiert. Das wäre jetzt natürlich richtig kacke, wenn wir hier jetzt keinen Boden mehr hinpflanzen könnten. Okay, okay. Das ist natürlich schlecht. Okay, okay. Was machen wir dann? Wenn das nicht geht, können wir solche Teile hier noch hinbauen. Vielleicht nimmt er die. Ich hätte ja gern, eigentlich hätte ich das hier gern gehabt, aber das wird er jetzt... nicht mehr nehmen. So, ich kann es hier hinbauen, ja, das ist klar. Aber hier kann ich es nicht mehr dran bauen. Okay, das ist schade. Was nämlich schon geht, sind hier dann hier oben Böden weiterzubauen. Das funktioniert. Ich kann auch die hier drüber bauen. Okay, ups. Hier.
Ja, und dann hier weiter zum Beispiel. Das klappt alles wunderbar. Aber ich kann hier keine Böden mehr setzen. Okay, nein, das wollte ich nicht. Okay, das ist eigentlich doof. Ja. Das ist echt doof. Weil ich habe jetzt keine andere Möglichkeit gefunden, irgendwie eine Tür zu bauen. Ich kann das einfach nur mit diesen Wänden machen. Und es gibt nur diese eine Wand, die einen Durchgang hat, wo man eine Tür reinbauen kann. Was haben wir hier noch? Ja. Äußerer Aufsatz, Hüttenwand und Dach. Ja, das hilft uns alles nichts. Auch hier gibt es sowas nicht. Nee, es gibt nichts mit einer Tür. Es gibt Ecken. Aber es gibt keine Türbereiche für innen. Ich glaube auch nicht hier. Weil da haben wir dasselbe Problem. Das hatten wir ja vorhin schon. Stimmt, hier. Als wir das gebaut hatten, konnten wir hier keinen Boden mehr dran bauen. Kann ich? Vielleicht habe ich noch einen Trick, aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Kann ich hier ein Dach hinbauen? Kann die natürlich hier dran docken. Hier. Aber natürlich nicht hier. Das ist klar. Irgendwie ist es klar, dass das nicht geht. Ja, dann wird es halt so. Das ist eigentlich auch egal. Nur hier ist es blöd. Hier ist es natürlich blöd, weil wenn ich das wegnehme, sieht das ja nicht schön aus. Okay, im schlimmsten Fall habe ich hier zwei. Oder ich mache hier einen Doppelraum. Dann müsste ich hier eine Wand einziehen. Beziehungsweise das Ding drehen. Das eine Ding anders machen. Lagern wir das mal ein. So. Das auch. Das einlagern. Dann müssten wir hier sowas machen. Genau. Und noch sowas. Ja, aber diesmal eigentlich eine Ecke. Weil sonst ist es nicht wirklich schön. Und Ecken gibt es jetzt hier auch wieder so nicht. Weil das ist Korridorende. Doch, das würde funktionieren und zwar so. Ja, genau. Okay, und jetzt hier wieder Wände. Das hier dran, genau. Okay, jetzt habe ich hier einen Doppelraum. Passt. Und weiters. Das Ding mal, das ist Dachbodenwand, das lagern wir mal ein. So, dann hätten wir das hier. Hier kommen dann noch Betten rein.
Hier möchten wir das Ganze jetzt auch so machen. Wenn ich jetzt natürlich hier keinen Boden bauen kann, ist das natürlich wieder blöd. Ich habe hier noch ein anderes Problem. Ich kann hier wahrscheinlich nicht mal eine Wand dran bauen. Dann wird das ein großer Schlafraum im schlimmsten Fall. Ich kann jetzt hier wahrscheinlich... Wenn ich das hier habe, wahrscheinlich keine Wand mehr dran bauen. Sehe ich das richtig? Kann auch kein Teil mehr andocken. Ja. Okay. Weil wenn ich jetzt hier eine Wand... Ja, ich kann keinen Boden hinsetzen, somit kann ich keine Wand bauen. Ich kann natürlich hier eine Wand dran bauen. Ja, das sind alles äußere Aufsätze. Ah, ich könnte natürlich sowas bauen. Das ist eine Außenwand. Oder theoretisch wahrscheinlich sowas. Ja, könnte ich auch bauen. Aber da müsste es innen offen sein. Okay. Das sind die. Okay, und das ist halt so. Und das sind die Ecken. Okay, theoretisch könnte ich außenrum das eine nehmen, aber das bringe ich halt jetzt hier nicht ran. Die... Ja, ich kann das da reinbauen. Das funktioniert. Ich kann es natürlich da nicht ranbauen. Okay. Eigentlich sind die Dinger... Ah, langsam verstehe ich das. Eigentlich ist das Ding jetzt so außen dran gedacht. So, hier zum Beispiel. Außen dran geklatscht. Ja. Und innen mit den Bausteinen, wie wir es hier haben. Somit ist das auch ein Außenbaustein und kann... Ja, ich verstehe. Aber dass die da keine... Das ist echt kacke, dass die da keine Durchgänge für Türen gedacht haben. Aber theoretisch könnte ich das Ganze so machen, wie ich das hier hatte. Ich muss einfach nur hier das reinbauen. Und dann machen wir hier einen Aufsatz. Hier, die könnte, muss ich jetzt theoretisch... hier nebenan noch bauen können. Oder kann ich das nicht, wenn ich das hier habe? Theoretisch müsste ich das jetzt hier dran flanschen können. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Doch, ich kann schummeln. Ich baue einen Boden. Noch einen Boden. So, hier kommt sowieso eine Tür hin. Und jetzt kann ich hier auch eine Wand reinflanschen. Na komm. Wand. Wand. Jo, cool. Und jetzt muss ich theoretisch das wegmachen. Na. Mal hier hinbauen und dann kann ich theoretisch das auch hier hinsetzen. Jupp. Einziger Nachteil ist, ich habe hier so einen Fleck. Damit muss ich leben. Damit muss ich leben. Böden
Weil hier kann ich ja natürlich jetzt keinen Boden mehr reinsetzen. Hier schon, ja. Okay, dann machen wir hier mal noch eine Wand. Na, passt. Okay. Theoretisch müssen jetzt auch der und der Boden weg. Damit ich hier jetzt noch zwei solche Hütten hinstellen kann. So, jetzt bauen wir hier wieder diese Box in der Korridor hier und hier. Und hier wollen wir theoretisch, wenn wir das richtig im einfach das hier Dach und Wand hier so. Ja, ah, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Dann bauen wir uns hier wieder zwei Türen rein. Ja, das ist doch was. Nice, nice. Das einlagern, so. Das können wir theoretisch auch noch hier außen rumziehen, wenn wir wollen. Okay, hier rein. Dann haben wir hier Schlafzimmer. Jo, nice. Wir können hier, ich muss mal schnell ins Deko zeigen, wir können hier doch Teppiche auslegen. Bodenbeläge. Ja. Was hat das Ding für eine Farbe? Irgendwie so braun. Wow, das ist hässlich. Das hier ist besser. Das hier geht gar nicht. Jo. Kann ich das Ding eigentlich hier irgendwie so platzieren? Dass ich das auch... Ja, mittelmäßig. Naja, es geht. Und jetzt hier nochmal einen so hin. Den da. Nochmal so hin nochmal. Kostet das Stoff? Okay. Ja, da können wir uns noch ein paar leisten. Hier nochmal. Und habe ich sie hier nochmal. So ein. Ah, ja, okay. Nein, ich habe es so hingedreht, oder? Ja, so habe ich ihn. Okay, und dann hier nochmal welche drüber. So. Und so. Na, wo ist die Tür? Hier mal rausgehen. Und jetzt muss ich theoretisch noch einmal überall so einen drüber legen. Genau. So. Und so. Ja. Das ist doch schön. Passt. Damit können wir leben. Das ist in Ordnung. Nice, das ist besser geworden, wie gedacht. Hier noch ein bisschen ran. Ah, lassen wir das. Das ist ausreichend. Okay, nice. Hier ist es ein bisschen eng zum raus, aber das passt schon. Okay, okay, nice, nice. Alles klar. So, jetzt erstmal schauen wir mal diese Betten hier. Die nehmen wir mal. Ich
packe jetzt hier mal ein paar rein. Den Rest werde ich dann später reinpacken. Das machen wir jetzt nicht alle. Ich packe jetzt einfach mal ein paar hier rein. Die zwei Stück. Eine Zelle sozusagen. Ja, Zelle klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber eine Kajüte machen wir mal zusammen. Den Rest werde ich dann später machen. Wir wollen jetzt dann lieber nochmal den oberen Stock fertigstellen. So. Na? Komm. So. Etwas hierhin. Passt. Ich weiß, das Ding ist etwas eng, aber immerhin hat man eine Tür. Und in meinem Schlafzimmer will ich definitiv eine Tür haben, auch wenn ich dafür weniger Platz habe. Das ist ganz klare Sache. Wenn ich hier schon ein Doppelbett drinnen habe, dann will ich auch verdammt nochmal eine Tür haben. Deshalb gibt es hier jetzt auch eine Tür. Und zwar, wie machen wir die? Ja, die machen wir etwas farbig. Einmal rot. Einmal blau. Okay, dann müssen wir die aber nochmal einlagern. Oh, damit die gleiche... Ja, das sieht doch mal nice aus. Und hier nochmal rot und blau. Passt doch. Ich will das nicht einlagern. So, Tür auf. Ja, und die gehen... Eben, das habe ich vorhin schon geschaut. Die gehen nach außen auf. Dass man hier noch Platz hat. Genau. Passt. Dann erstmal noch hier eine Tür. Eingangstür in Farbe. Ja, da packen wir jetzt diese hin. Und hier auch noch. Na komm, Tür. Passt. Können wir aufmachen? Jupp. Hier auch? Jo, nice. Okay, so, hier sieht es jetzt noch kacke aus. Da stört mich diese Wand hier. Deshalb möchte ich hier... Wieso haben wir jetzt hier eigentlich nicht noch so eine Kajüte? Was haben wir da für ein Problem gehabt mit dem? Ich weiß es nicht mehr. Ach, wir konnten dann hier keinen Boden mehr hinbauen. Genau. Somit lassen wir das, aber ich möchte hier jetzt lieber, okay, Rohstoffe haben wir noch, hoffentlich genug, hier noch sowas hinbauen, das müsste eigentlich gehen, Probleme. Mit dem Zeug hier. Ja, mach die hier rein. Jo, jo. Theoretisch müsste ich doch hier... Ja, jetzt geht's. Das sieht besser aus. So, jetzt sollte ich auch das wieder hier rankriegen. Genau. Und die Tür passt. Na, jetzt stehen hier die Pfosten. Ja, okay, lassen wir das. Das ist in Ordnung. So, hier haben wir jetzt überall schon mal Böden ausgelegt. Eigentlich wollen wir die Böden hier haben. Und das hier. So. Genau. Die Frage ist jetzt, hier wollen wir eigentlich auch wieder irgendwie was drauf haben. Ist jetzt die gute Frage. Eigentlich soll das hier jetzt ein Raum werden. So, mit hier mit einer Tür. Somit probieren wir das mal so. Doch nochmal so und so und so. Und wir müssten jetzt hier nochmal Wände hinstellen.
Da wir jetzt hier solche Vordachwände haben, sollten die oberen jetzt vielleicht gerade sein. Mal schauen, ob es hier sowas gibt. Entweder wir stellen das gleiche hin wie hier. Mit einer Wand hinten. Oder wir machen es anders. Wir könnten theoretisch auch diese Eckteile hier nehmen. Müssten wir halt den Boden wegmachen, dann könnten wir hier diese Eckteile hinstellen. Sowas hier. Oder wir stellen, irgendwo gibt es hier noch Wände. Normale Wände. Können theoretisch auch solche Wände einfach bauen. Sowas hier. Würde theoretisch auch gehen. Hier rum. Jo. Das könnten wir machen. Wie sieht das aus? Ja, das wäre in Ordnung. Wir könnten auch natürlich diese Wände nehmen. Die würden optisch eventuell besser passen. Ja. Weil oben brauchen wir ja nicht solche Zimmer eigentlich. Gut, und theoretisch könnten wir hier dann auch, da das untere nur ein Dach ist und das obere ein Boden, müssten wir hier eigentlich dann diese Wände ranbauen können. Ah, wo waren sie? Hier? Eigentlich müsste ich hier eine Tür ranbringen. Ja, genau, das funktioniert. Nice. Weil dann können wir hier raus und haben hier eine kleine Terrasse. Außerdem, wo war das sonstiges? Hier gibt es noch solche Zäune. Kann man die an das Dach anbauen? Nein. Schade, dass ich die hier nicht dran bauen kann. Aber ich habe eine Idee, wie ich die vielleicht doch dran kriege. Und zwar, ich klaue mir hier mal einen Boden. Ich kann ihn ja hier nicht dran setzen, aber eigentlich kann ich jetzt hier den Zaun dran bauen. Aha, ich verstehe. Ich kann das Geländer, doch, ich kann es jetzt gerade, vorhin hat es funktioniert. Hier geht's. Es muss hier auch gehen. Jo. Und theoretisch kann ich das jetzt hier auch verlängern, oder? Ja, hier kann ich's. Hier kann ich's. Oh, runtergefallen. Na, das geht wirklich nur an die Böden dran. Das ist blöd, weil dann kann ich hier natürlich wieder keine Tür hinbauen, wenn ich das so haben will. Könnte ich nur eines von diesen Sachen hier benutzen. Ich könnte natürlich auch sowas dran bauen. Oh man, hier das Loch nervt. Sowas hier dran bauen. Aber ich will es ja nicht zu haben. Ich will es ja offen haben. Mit Böden geht's nicht. Ja, es könnte theoretisch mit diesen Wandteilen gehen.
Aber die stehen nicht so weit raus. Die stehen nur so halb raus. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt diese kleinen Böden. Ja, diese hier. Nein, die sind groß. Diese kleinen hier. Ich könnte, die kann ich ja auch nicht. Doch, die kann ich. Den kann ich hier dran bauen. Ah, super toll. Wieso kann ich den hier? Ah, ich glaube, ich kann das hier dran bauen, ja. So, so. 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 Genau. Und eine kann ich theoretisch noch hier hinbauen. Nein, jetzt geht das nicht mehr. Okay. Damit kann ich auch leben. Und jetzt kann ich da vorne ein Geländer hinbauen. Ah, wo war das? Sonstiges. Jo, nice. Könnte theoretisch auch noch so einen Vorbau da machen. Ah, das Ding, glaube ich, will ich nochmal einlagern, weil da wollen wir noch weiter Böden rüberbauen. Oder decken. Diese hier. So. Jetzt ist noch die Frage, was wir für Wände wollen. Wände, Wände. Ich glaube, ich sollte mal schlafen. Hier ist mir zu finster. Bis am Morgen irgendwie so. Damit es hier mal ein bisschen heller ist. Na? Gut, ich speichere mal schnell. Weil vorher, wie ich das Ganze ausprobiert habe, ist mir das Spiel mal abgestürzt. Und ich hatte den übelsten... Ja, konnte alles wieder von vorne machen. Okay, so. Das sieht doch alles schon wunderbarst aus. Die Frage ist jetzt noch, genau. Holz oder nicht Holz? Wandtechnisch... Am coolsten fände ich eigentlich diese Wände hier. Das würde jedoch bedeuten, dass ich die ganzen Böden umsonst gebaut habe. Weil ich dann hier diese Dinger bauen müsste. Diese Fertigelemente. Hier. Gibt es da auch... Das Problem ist eigentlich, es gibt da keine Eckteile. Doch, es gibt das Eckteil hier, aber das finde ich nicht so schön. Ich glaube, wir bauen die Metalldinger einfach nur... Naja, hier unten haben wir Metall. Und hier unten haben wir momentan noch Holz. Aber das passt eh, da wir hier den Zaun haben. Doch, das machen wir so. Wir machen hier die Metalldinger rum. Mittenwand. Wo ist außen? Innen. So. Und hier. Okay. Hier auch. Und hier auch. Dann das einlagern. So. Was jetzt hier theoretisch noch fehlt, ist irgendwie, wo man rausgucken kann. Somit wäre hier theoretisch, aber nicht hier. Hier wollen wir nochmal eine Wand haben. Na, komm, wie wär's? Eine Wand, ja. Hier theoretisch noch nice, wenn wir sowas bauen könnten. Aber die Dinger gibt es nicht links und rechts geschlossen. Gibt es sie eigentlich? Als eine Art Balkon auch? Das war doch der erste hier, oder?
Jo, wenn ich den hier dran baue, kann ich hier noch eine Ecke ransetzen. Ja, das geht. Okay, cool. Dann passt das. Jo, das ist in Ordnung so. Brauche ich hier eigentlich nur noch eine Wand? Falls ich die hier bauen darf, wenn ich die Ecke schon habe. Wahrscheinlich nicht. War klar. So. Genau, und hier wird es weitergehen. So, was machen wir dann jetzt hier noch hin? Auch eine Wand. Ja, ich nehme mal an, dass wir es hier auch zumachen. Ah, verdammt. Falsch rum. Jo, so und so. Passt, dann können wir hier raus. Unsere Siedlung begutachten. Und hier dann rüber. Außerdem können wir hier rausschauen. Oh Mann, die Vorhangdinger da sind ja übelst grässlich. Kann man das auch ohne die Dinger bauen? Na, wo bist du? Wände. Ah ja, hier. Okay. Ja, ich will das hier haben. Perfekt. Theoretisch könnte ich auch ein offenes Eckteil nehmen. Was gibt es hier noch so ein Eckteil? Okay. Das ist vorne offen, links, rechts geschlossen. Das hier ist vorne zu seitlich offen. Das ist ringsrum geschlossen. Okay. Es gibt kein halb hohes. Nein. Soll man hier rüberkommen? Hier könnte man dann theoretisch was rüberbauen, dass man rübergehen kann. Ich glaube, ich baue mal das hier hin. Kann es ja jederzeit ändern. So. Das einzig Dumme ist jetzt noch hier, diese Stiege ist nicht so optimal eigentlich. Aber was soll's. Da man hier halt, ja, so raufkommt. Theoretisch könnten wir das doch tauschen. Das müsste... Ah, hier ist noch... Ah, verdammt. So. Hier kann man dann rauf direkt durch die Tür, wenn man will. Ja, okay, probieren wir das mal so. Diese Bretter hier noch hin. Ja, sieht doch gut aus. Hier muss noch eine Tür rein. Hier kommt wieder diese rein. Die mag ich hier. Das ist außen. Jo. Tür. Aufmachen. Ah. Aufmachen. Jo. Okay, somit brauche ich hier noch einen Boden. Jo. So, und ich brauche noch ein Dach. Ich brauche erstmal hier noch ein Dach. Ein Dächer. Ein ganz normales, flaches Dach. Sowas, was ich auch hier noch hinhaben will dann. Genau, hier kann ich die dann hinbauen.
Und theoretisch auch hier, dann müsste ich das auch dran kriegen, dann, wenn ich es richtig mache. Jo, somit erstmal hier. Okay. Hier, hier, hier. Machen wir das mal zu. Können wir später immer noch was anderes machen. So, so. Wahrscheinlich gibt es hier nochmal einen Stock dann, aber das wäre dann nur eine Treppe. Jo. Okay. Nice, nice. Gefällt mir. So, jetzt irgendwie will ich noch hier. Wahrscheinlich Problem. Na, mit dem hier. Sehr große Wahrscheinlichkeit. Jupp, habe ich mir fast gedacht. So, ich brauche hier noch mehr Dächer. Jo, und dann wieder die Tür hier rein. Verdammt, lass mich. Nein, sag nicht, dass ich das Ding ja nicht reinkrieg. Das kann es doch nicht sein. Das muss doch gehen. Das geht doch hier auch. Ah, aber hier habe ich einen Boden. Alles klar. Ich verstehe. Dann kriegst du hier halt einen Boden. Ist mir eigentlich auch egal. So. Zack. Gut. Jetzt können wir hier rumlaufen. Jetzt können wir hier noch das eine Dach, das wir zu viel haben, hier einbauen. Jo, Mann, das wollte ich nicht. Ressourcen verschwendet. Ich wollte das Dach hier bauen. Jupp. Hier können wir nämlich dann, wenn das Haus nicht im Weg wäre, hier könnten wir theoretisch gut eine Verteidigungsanlage hinstellen. Das werden wir dann auch machen. Und zwar, da werden wir uns gleich die da drüben schnappen. Diese hier. Und stellen die mal hier hin. So. Gut, gut. So, dann gibt es jetzt noch eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte. Ist jetzt schon eine lange Folge, aber ich habe mir gedacht, ich packe das in eine Folge mal hier, so ein richtiges Special mit Bauen und so. Boah, Alter, hier müssen wir echt noch was machen. Das Ding ist noch ultra hässlich hier so. Das gefällt mir schon besser so. Aber da kommt oben noch was rauf, dann wird das sicher besser werden. Und hier werden wir wahrscheinlich auch noch so einen Ausschau machen. Okay. Aber das muss halt mit der Zeit wachsen und ja, das wird schon. So, was ich jetzt noch machen wollte, und zwar habe ich es hier schon begonnen, das wollen wir gerade noch fertigstellen. Ich werde es dann auf der anderen Seite noch hinbauen. Das ist das hier. Und zwar ist das noch nicht ganz fertig. Das wird so eine kleine Verteidigungsstellung hier am Eingang zur Tür. Und zwar dazu brauchen wir wieder unsere Fertigteile, und zwar das hier. Genau, hier habe ich schon Platz für gemacht. Das hier rein. Zwischen den beiden ein Dach. Und zwar wieder das hier. So. Auf dieser Seite hier dann noch eine Verteidigungsstellung. So, waren die hier? Schutz, Wachposten, den großen. Hier so hin.
Jupp. So, und jetzt gibt es einen Clou. Hier, das Ding schwebt jetzt. Aber wenn wir uns an vor einiger Zeit erinnern, gibt es hier. Und nein, falsch, falsch, falsch. Und zwar unter Strukturen, Holz, sonstiges gibt es. Ach nee, hier Treppen, ja. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Hier gibt es diese kleinen Stufen. So. Und so. Die können wir hier super hin platzieren. Und das dient dann als zusätzliche Stufen, damit das Ding nicht mehr schwebt. Okay, hier ist es ein bisschen höher als da, damit müssen wir leider leben. Theoretisch könnten wir das hier etwas rüberziehen, das hier etwas nachziehen, dann wäre es höhentechnisch etwas besser. Ja, aber jetzt kann man hier einfach auflaufen, muss nicht springen. Perfekt. So, und zur Verschönerung dienend gibt es hier ja noch diese Zäune. Da würde ich hier und hier noch gerne einen hinpacken. So. Ah, das sieht doch mal cool aus. Gefällt mir. Ja, und damit man da hoch kann, hätte ich mir noch gedacht, dass wir hier noch sowas wie eine Treppe hinstellen. Am besten irgendwo hier. So in der Art. Ja, hier hoch. Perfekt. Perfekt, perfekt. Etwas zurück, man bleibt noch leicht hängen. So. Na. Immer noch etwas. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Bin zu nah dran. Deshalb geht's nicht. Kann ich schlecht positionieren. So. Hier so wahrscheinlich in etwa. Ja, das ist in Ordnung. Genau, hier besetzt unser Siedler schon die Wachstellung. Und wir klauen uns hier mal noch das Geschütz. Na komm, Geschütz. Und stellen das auch mal noch hier rauf. Und zwar so. Und weiters bauen wir hier noch eins. Wir haben zwar da vorne noch welche, die wir nicht mehr brauchen, aber die werden wir anders positionieren. Wir brauchen hier sowieso noch ein paar Geschütztürme. Ich nehme jetzt mal die kleinen, ich kann mir die großen ja, fast nicht leisten. Ich habe wenig Öl. Wobei, ich könnte mir hier als Hauptverteidigung eigentlich einen großen mal gönnen. Den kleinen packen wir hier hin. So. Etwa so. Und diesen großen hier hin. So. In etwa hier. Ja, schauen wir das Ganze mal von draußen an. Jo, ist noch nicht so episch hier, aber funktional. Und von innen finde ich es sehr nice. Richtig gut, gefällt mir. Na, passt. So, dasselbe werde ich dann jetzt noch hier drüben machen. Ja. Das hier werde ich, ja, anders machen. Das gefällt mir gar nicht mehr so. Die Geschütze werden wir noch da oben aufs Dach raufstellen. Und eben auch hier dann noch ein, zwei Geschütze platzieren. Hier mache ich dasselbe wie drüben. Wahrscheinlich fast dasselbe. Hier geht sich nämlich das Ganze ansonsten mit dem Ganzen hier nicht mehr aus. So, theoretisch müsste ich jetzt hier noch, fehlt noch die Bodenplatte.
Ich sollte mir noch wieder reinbauen. Das war unter hier Strukturen, Böden. Hier Fundamente. Na, komm. Mach das da rein. Ah, ich krieg das jetzt hier nicht mehr rein wegen dem hier. Wahrscheinlich. Ja, dann bleibt's halt so. Ist mir auch recht. Stört jetzt hier von... Ja, doch, das stört. Muss ich schauen, wie ich das löse. Ja, dadurch kann ich jetzt natürlich hier nichts mehr bauen. Ja, mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch so. Egal, egal. Hier werde ich verteidigungstechnisch noch etwas aufrüsten. Ansonsten gefällt mir das Ganze schon nicht so schlecht. Den Bunker hier müsste man noch etwas aufhübschen. Aber ansonsten bin ich ziemlich zufrieden damit, was wir geschafft haben. Hier rüber, jo, das ist auch gut. Hier werde ich vielleicht die Dächer noch gegen Böden austauschen, damit das in einer Linie läuft. Ja. Aber soweit so gut. War es das jetzt für diese Special-Überlängen-Folge? Wir bauen unsere Verteidigung auf. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben. Ansonsten weiter liken, subscriben, abonnieren und kommentieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.